Von sozialer Ausgrenzung sind nicht nur Migranten, ethnische Minderheiten, Behinderte oder in Armut lebende Menschen betroffen. Aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, das kann jedem passieren. Jederzeit. Vielleicht weil der Zugang zu Bildung fehlt, die Schule vorzeitig abgebrochen wurde oder Schwierigkeiten bestehen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die lokalen Projekte des Europäischen Sozialfonds wollen die Hindernisse abbauen, die Menschen ausgrenzen. Der ESF hilft Menschen, die schwer erreichbar sind oder von anderen Fördersystemen nicht erfasst werden. Er vermittelt keine Sozialleistungen, sondern Qualifikationen. Zum Beispiel Umschulungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose und andere benachteiligte Personen, professionelle Hilfe beim Verfassen von Lebensläufen oder zur Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche. Die Projekte helfen bei Bedarf, aber auch auf sehr persönlicher Ebene, indem sie das Selbstvertrauen der Menschen und ihre Teilhabe am aktiven Leben stärken. Auch Unternehmen, die schwer vermittelbare Menschen in Arbeit bringen, werden durch den ESF unterstützt. Da Prävention besser ist als Intervention, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Verbesserung von Bildungschancen. Dazu gehören der leichtere Zugang zu höherer Bildung für Minderheiten, die Lehrerausbildung und die Reduzierung der Schulabbrecherquote. Die Projekte des ESF setzen sich europaweit für mehr Chancengleichheit ein. Europäischer Sozialfonds. In Menschen investieren.